Hallo und herzlich willkommen bei den Amtsgamern. Ja, wie versprochen, werden wir heute auf Kupfer gehen. Wenn wir jetzt als erstes einmal zum Markt gehen, würde ich sagen, Kollege Basti, oder? Genau. Und ja. Wir sollen mal auch liebe Grüße vom Kollegen Henser ausrichten, der heute nicht da ist. Das hat er uns aufgetragen. Und ja, das riecht man natürlich gerne aus. So, da muss man ein bisschen aufpassen, dass wir nicht überfahren werden. Wie man sieht, ist da wieder einiges von Polizei unterwegs. So, wenn wir mal zu den Preisen schauen. Börsenkurs anzeigen lassen. Kupferbahn. Wollten wir mehr? 729. Achso, wir gehen mehr auf Eisen, oder? Na, warte mal, wir sind immer auf Kupfer gegangen, oder? Kupfer, ja. 700, nein. Das Ach ist ein du. bisschen wenig. Wie viel ist ein raffiniertes Salz? 1500 Röhl, 3000 Zahn. Whiskyflasche, 5000. Ja, sonst fahren wir halt auch ohne. Aber dann fahren wir nur mit Anhemd, gell? Hey du! Ja, ich muss aufpassen. Ich speise aber auch die Kohle, ich habe jetzt Schiss am Bein. Weil die lange Arbeit für was sie wie wenig. Komm mal in meine Gang, dann verstehst du es besser. Okay. Achso, ja, dann machen wir das eh so. Vergiss den Klappsport nicht, gell? Dass ich mit dem Clan-Jeep fahre. Und. Ja. Du fährst mit dem Hemd und dann laden wir das ganze Zeug bei dir ein, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Man sieht anscheinend, haben die Trucks überarbeitet. Gibt es jetzt auch neue? Also nicht neue, aber die haben ein neues Design. So ein Mega-Lag. So, entschuldigt die kleine Unterbrechung, da hat es einen anscheinend Mörder-Lag gegeben. Hab eigentlich eher schon gedacht, dass sich das Spiel aufgehängt hat. Aber gut. Das ist ein weiß-blauer Heli. Es ist mal schon wieder verdächtig. Mal hinschauen, wer aussteigt oder was? Willst du mir schauen, oder? Ach. Original, da steht einer mit einer bewaffnet. Kriegst du einen Namen? Ich hab mal sehr dubios aus. Drei Leute ausgestiegen und drei mit Waffen noch. Also zwei mit Waffen und einer in Zivil. Ups. Vier Leute. Okay, Fünfe. fünfe. Es könnten aber eh die sein. Jetzt hinten oben stehen und alle Fünfe. Es wäre episch, wenn sie das machen. Holen sie von mir ein Bier. Ja, Ja, ich lass mal bin. das. Das hat keinen Sinn, nicht, dass er gegen fünf Leute mitten in der Stadt Feuer öffnen mit zwei Maschinenpistolen. Drei Magazine. Ja, das ist, glaube ich, ziemlich sinnlos. Ja, pack du den nochmal aus. Wow. Fahr du ein bisschen vor. Ja.
Dann holt er das aus. Ja, der Spawnpunkt ist blockiert. So müssen wir weiter vorfahren. Wir wollten ja schauen, ob vielleicht was im Truck drin geblieben ist. Wir können mal hinten da oben umfangen. Ne? Okay, dann fahr ich voraus. Na, ob sich das jetzt natürlich auszahlt, ist natürlich jetzt eine andere Frage. Bei ja. 729, wie viel haben wir denn damals gekriegt? Das war ja um die 2000, oder? Und mal vor. Oder war das wirklich so wenig? Das war schon erheblich weniger. Mehr meinst du, ja? Was Kupfer weniger als. Na, weniger als Heroin. Natürlich. Ja, nein, das ist schon klar. Aber mir ist vorgekommen, dass wir zumindest 2000 oder irgendwas gekriegt haben, oder? Das kann ich Ihnen natürlich so jetzt nicht mehr sagen. Das ist an sich schlecht, dass Sie mir das so nicht sagen können. Ja. Wenn wir dort sind, bei der Kupfermine, gibst du mal einen Schlüssel wieder? Und dann kann ja. Ich in den einen Rahmen, weil in meinen passt ja nicht viel ein, passen ja der 3-4. Ne, 3-4 nicht, ich glaube 11 oder sowas passen rein. Das einzig Feine ist, da brauchen wir nicht einmal mehr einen Wegpunkt setzen, weil diese Strecken kenne ich da in- und aus. So oft wie wir da gefahren sind. Ey. Anscheinend macht das auch keiner mehr, weil es nicht mal lukrativ ist. Wahrscheinlich. Okay, gut. Ich meine, ich denke mal, das abbauen will jetzt keiner sagen. Ja, wir melden uns dann gleich wieder. Ja, herzlich willkommen und zurück bei den Amtsgamern. Ja, wir haben uns zwangsmäßig jetzt umentschieden, dass wir mir das nicht raffinieren können. Weil, ja, ein unplanmäßiger Serverneustart durchgeführt wird. Genau, deswegen, dadurch, dass wir nur mal ein paar Minuten Zeit haben, wir haben gedacht, ich stelle mein Auto auf die Hebebühne. Und wenn wir es jetzt von unten anschauen, schaut doch schön aus, oder? Wir mal schauen, ob da alles, ob da wirklich kein Öl tropft und ob da wirklich alles in Ordnung ist soweit. Ja. Aufhängung schaut auch in Ordnung aus, Reifen in Ordnung. Ja, das gefällt mir. Ein Wunder, dass ich jetzt eigentlich nicht gestorben bin. Kollege, was wundert Sie können mehr, das ja. Auch einmal probieren? Ja, dann können Sie sehen, wie das aussieht, ne? Ja. Wie detailliert. Ja, du kannst ins Auto reinschauen, ne? Auch nicht schlecht. Natürlich begutachten da. Ja, passen Sie auf beim Rollen, weil da kannst du nämlich drauf gehen. Aber ist noch. Kriegst nur einmal ein Pick, Alter. Das gefällt mir, keine Probleme. Ich danke Ihnen. Pickst du mal das auf, oder? Ja, mach ich. Mal komm ich schwer dazu machen, dann wenn du rausgefahren bist. Also, wenn ich jetzt natürlich hinausstellen, das Fahrzeug. Wenn wir schon dabei sind. Und ich vorsichtig. Es war halt witzig, wenn ich in die Tankstelle reinfahren dann. Ja, vielleicht sollte man noch erklären, wie man das mit dem
mit dem Kupfer da eigentlich macht. Wo es wahrscheinlich jetzt nichts bringt. Mehr, wenn man die Preise so anschaut. Im Moment bringt es halt nichts, ja. Aber was zu sagen ist, wenn man es immer wieder im Side-Channel liest, dass die Leute Fragen dazu stellen, es wird auf jeden Fall einmal einen Spaten benötigt, den man sich am Markt besorgen kann. Und mit dem fährt man dann zur Mine sozusagen oder zu dem Platz, wo man das Erz abbauen will. Genau. Und baut dort eben dann ab. Der nächste Schritt ist dann die Veredelung, wobei für jedes Metall oder für jede Ware, die man da herstellen will, natürlich eine eigene Lizenz braucht, die dann beim Veredler oder am Marktplatz zu erwerben ist. So. Und so im Großen und Ganzen die. Genau, und dann fährt man anschließend zum Kupferhändler und verkauft halt das ganze Zeug, das was man da halt gesammelt hat. Beim Kupfer ist halt so, das kriegt man wirklich nur bei dem Veredler drüben, bei diesem Kupferveredler, kriegt man die Lizenz. Also da muss man das Geld schon mit haben, weil sonst fährt man umsonst und kann wieder retour fahren und das ist ja nicht gerade so spaßig, sage ich einmal. Besonders weil der Benzinverbrauch ja nicht so wenig ist. Wobei wir sind mal gerade drauf gekommen, dass das eh nichts kostet. Ja. Ja. Ja, habt ihr gesehen, jetzt ist die Verbindung endgültig abgebrochen da. Ja, ich würde sagen, es war jetzt zwar ein bisschen eine kürzere Folge. So haben wir ein bisschen anders geplant gehabt. Wollten wir eigentlich unsere Strecke zeigen. Mal gedacht, dass der Preis ein bisschen höher ist. Was ich mich erinnere, war das ganz sicher auf 1500 mindestens der Preis oben. Ja. Nicht auf 700, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Aber gut. Wir haben wahrscheinlich in der nächsten Folge, also Kupfer werden wir ganz sicher nicht mehr angehen, aber wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge, kommt darauf an, ob da der Kollege Henser auch wieder da ist oder nicht, wenn wir vielleicht Bier oder wieder Kokain oder sowas angehen. Ich meine, Kokain, weiß ich nicht. Wir müssen mal schauen. Aber Bier wäre sicher mal interessant, weil es auch ziemlich viel bringt. Und ja, müssen wir uns erst anschauen, wie das jetzt genau funktioniert. In dem Sinne, ja, bis zur nächsten Folge bei den Amtsgamern.